Norus, auch bekannt als Naurus oder Neujahr, ist ein festliches Ereignis, das von vielen Menschen auf der ganzen Welt gefeiert wird. Insbesondere in Ländern wie Iran, Afghanistan, Tadschikistan, Usbekistan, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Pakistan und Teilen des Kaukasus und Zentralasiens. Das Wort Nowruz bedeutet neuer Tag und markiert den Beginn des Frühlings sowie den ersten Tag des iranischen Sonnenkalenders. Das Fest hat eine lange und reiche Geschichte, die bis in die altpersische Zeit zurückreicht und eine Zeit der Erneuerung und Wiedergeburt symbolisiert. Nowruz fällt auf den Tag der Tag- und Nachtgleiche, wenn die Länge von Tag und Nacht gleich ist und der Frühling offiziell beginnt. Diese Zeit des Jahres ist mit Hoffnung, Erneuerung und Freude verbunden, da die Natur erwacht und die Menschen die Möglichkeit haben, von vorne anzufangen. Die Feierlichkeiten dauern normalerweise etwa 2 Wochen und beinhalten eine Vielfalt von Traditionen und Bräuchen. Vor Nowruz beginnen die Menschen, ihre Häuser zu reinigen und zu dekorieren, um das Eintreffen des neuen Jahres zu begrüßen. Sie kaufen auch neue Kleidung und bereiten sich auf die Feierlichkeiten vor. Am eigentlichen Tag von Nowruz kommen Familien zusammen, um das Neujahrsfest zu feiern. Sie setzen sich um einen festlich gedeckten Tisch, der als Hafsin bekannt ist und 7 Gegenstände enthält, die jeweils mit einem Buchstaben der persischen Alphabets beginnen und verschiedene Symbole der Wünsche für das kommende Jahr repräsentieren, wie Glück, Gesundheit und Wohlstand. Zu den traditionellen Gegenständen gehören Sabze, gekeimte Weizen- oder Linsensamen, Senjet, getrocknete Frucht des Eliagnusbaumes, Samanu, süße Paste aus Weizenkeimen, Sieb, Apfel, Somag, Sauerkirsche, Serke, Essig und Sir, Knoblauch und Säcke, Münze. Während des Festes genießen die Menschen gemeinsam festliche Mahlzeiten mit traditionellen Gerichten wie Sabzi Polova Mahi, Reis mit frischen Kräutern und Fisch, Dolme, gefülltes Gemüse, Kuku Sabzi, Kräuteromelette und verschiedene Süßigkeiten. Es gibt auch musikalische Darbietungen, Tänze und andere kulturelle Veranstaltungen, die das Fest begleiten. Nowruz ist mehr als nur ein kulturelles Ereignis. Es ist eine Gelegenheit für Menschen, ihre Verbundenheit mit ihrer Geschichte, ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft zu feiern. Es fördert Einheit, Frieden und Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen und erinnert uns daran, dass trotz unserer Unterschiede die grundlegenden menschlichen Werte und Hoffnungen universell sind. Frohes neues Jahr. Nowruz Mubarak.